So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Deus Ex Human Revolution. So, jetzt schauen wir mal, was dieser gute Mann uns hier anzubieten hat. Grayson. Womit kann ich dir helfen? Aha, das ist also ein Händler, das ist immer sehr schön. Hier haben wir die Credits. Okay, wir können kaufen Pistolenmunition. Schadensupgrades, das klingt eigentlich ganz cool. Neue Waffen, eine Schrotflinte. Ja gut, eine Schrotflinte ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Automatisches Entriegelungssystem. Automatisches Hacksystem. Wählen Sie wie eine Granate aus und werfen Sie es auf ein Terminal, um es zu knacken. Coole Sache. Wir nennen. Was hatten wir hier? Schadensupgrade. Was haben wir hier? Salvensystem. Doppelschuss, okay. Ja, wie gesagt, wir wollen das, aber ich möchte es zumindest ein bisschen friedfertiger hier durchmachen. Oh, Betäubungspfeile. Würde ich mal sagen, kauft mir doch ein paar von. Oh, komplett verkauft. Gut. Ah ja, da steht aber die Menge daneben. Dann würde ich sagen, kaufen wir diese Entriegelungssysteme. Im Inventar ist nicht genug Platz für dieses. Aha. Müssen wir mal das Inventar ein bisschen ordnen vorher. Jo, bis bald. Schauen wir uns erstmal unser Inventar. Ja, Tatsache, unser Inventar ist voll. Weil ich mal wieder so viel Alkohol mitnehmen musste. Nein. Schockgranate. Was kann man denn hier rausschmeißen? Den Nuke-Virus wohl als allerletztes, den brauchen wir. Ich benutze einfach einen Wodka. Oh Gott. Womit kann ich dir helfen? Interessanterweise war, glaube ich, auch das erste Deus Ex, eines der ersten Spiele, was diesen. Okay. Ich kaufe sie alle. Bis bald. War das erste Deus Ex, eines der ersten, was diesen coolen Besoffenheitseffekt nach dem Konsum von Alkohol eingeführt hat. Den man jetzt im Prinzip überall hat. Oh, ein E-Book. Keine Verbesserung. Der Mythos der Humanaugmentierung von William Taggart. Gott, die Menschheit hat stets danach gestrebt, sich selbst zu verbessern. Seit den frühesten Anfängen der Zivilisation haben wir unseren Verstand durch Bildung und Wissen, unsere Seelen durch die durch die Suche nach spiritueller Wahrheit und die Körper durch die Ausmerzung von Hunger und Krankheit stetig verbessert. Sie mögen es mir nachsehen, wenn ich den Menschen als göttliche Maschine bezeichne. Es ist das ultimative Sinnbild des Lebens auf Erden und damit gleichzeitig deren wertvollstes und heiligstes Gut. Unsere Menschlichkeit ist alles, was wir haben, was wir sind. Doch nun senkt sich ein Schatten über diese Reinheit, der Schatten der Habgier und der Schwäche. Wir haben die Macht, unser Fleisch aus Stahl und Plastik zu ersetzen. Aber die Wahrheit ist, mit jedem Teil ihres Körpers, das sie aufgeben, stirbt ein Teil ihrer Menschlichkeit. Werden sie dadurch besser? Ja, das war die von mir in der letzten Episode angesprochene Kritik am Transhumanismus. Okay. Das ist jetzt egal. Das ist halt wirklich die Frage, wie weit man gehen darf bei der Optimierung von Menschen, beziehungsweise ob das überhaupt einen lohnt. Ich habe nicht heiße Ware vermittelt. Diese Augfreunde gehen mir so auf den Sack. Ich will sie endlich wegschießen. Mhm. Ob das überhaupt ein lohnenswertes Ideal ist, oder ob gerade die Schwächen vielleicht auch Menschlichkeit ausmachen. Okay. Ja, hier ist diese Außenstelle, oder? Nehme ich mal an. Ah, da haben wir ja schon Detective Chase. Hallo, Sie müssen Adam Jensen sein. Gut erkannt. Mrs. Reed sagte, das liegt sicher an der Sonnenbrille, dass ich erkannt wurde. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind kaum zu übersehen. Ich sag ja, die Sonnenbrille. Ich betrachte das mal als Kompliment. Sie hat gesagt, Sie hätten Informationen über den Fall Megan Reed und den Überfall auf die Seraph-Zentrale. Oh Mann, das war ein Chaos. Der reinste Weitpinkel-Wettbewerb. Wir hatten die Feds am Arsch. Befehle von drei verschiedenen Abteilungen und Druck von so vielen Lobbyisten, dass man sich fühlte wie der Neuzugang in der Gefängnisdusche. Es ist eben ein sehr wichtiger Fall. Mrs. Reed meinte, Sie denken, es wäre einiges übersehen worden. Das kann man wohl sagen. Sie kennen das ja. Mrs. Reed hat mir erzählt, dass Sie früher selbst ein Cop waren. Es gibt immer mal Fälle, bei denen faule Officer eine Abkürzung nehmen, aber das war was anderes. Inwiefern?
Es wurde einfach zu viel übersehen. Alle wollten sofort Ergebnisse. Und immer, wenn ich auch nur einmal nachgefragt habe, wurde ich von Ranghöheren mundtot gemacht. Die Sache sollte abgeschlossen werden, am besten sofort. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sie haben aber doch sicher was Handfesteres als das. Ja, und genau da kommen Sie ins Spiel. Ich habe einige Spuren, denen ich nie richtig nachgehen konnte. Ich fing zwar an rumzustochern, aber diese Regierungsagenten haben mir Angst gemacht. Richtig Schiss. Ja, toll. Und jetzt darf ich mich natürlich mit dem Dreck hier vor meiner umplagen. Nicht alles aufs Spiel setzen, aber Sie hätten das Zeug dazu, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Sie kriegen eh kein Geld, wenn Sie in Pension gehen. Erstens gibt es das Gerücht, dass der Befehl, die Ermittlungen einzustellen, von weiter oben kam. Vielleicht sogar von außerhalb der zuständigen Abteilung. Wenn das stimmt, müsste Captain Penn davon wissen. Es könnte Hinweise darauf in seinem Bürocomputer geben. Dann muss ich dem Revier wohl einen Besuch abstatten. Ja, und wenn Sie schon mal da sind, es war ein Officer mit dem Fall betraut. Chad Wagner. Nicht gerade ein Chorknabe. Als er plötzlich an dem Fall arbeitete, wurde ich misstrauisch. Jemand hat ihn dort platziert. Und ich bin sicher, dass er Beweise manipuliert hat. Sie sollten mit ihm reden. Rausfinden, was er weiß. Okay, ich unterhalte mich mal mit Officer Wagner. Sie finden ihn wahrscheinlich in der Lobby. Er wurde wegen Fehlverhaltens degradiert und nimmt jetzt Aussagen auf. Er ist ein harter Hund, aber auf seinem Schreibtisch finden Sie bestimmt Belastungsmaterial gegen ihn. Sein Büro ist im zweiten Stock. Vielleicht bringen Sie ihn ja dazu, dass er auspackt. Gibt es noch weitere Ansatzpunkte? Ja. Als der Befehl kam, den Fall zu schließen, wurden die meisten Beweise in einem Depot verstaut. Vielleicht finden Sie da drin ein paar interessante Sachen. Es ist in der Gasse direkt neben dem Revier. Der Code lautet 4891. Aber eine externe Agentur hatte auch schon Zugriff. Also seien Sie vorsichtig. Danke für die Information. Ach, das ist nichts. Und kommen Sie bitte nicht wegen Einzelheiten hierher zurück. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich helfe gern. Aber je weniger ich darüber weiß, desto besser fühle ich mich. Ich glaube, das langt jetzt wirklich. Gut, da haben wir ja schon mal einige Hinweise bekommen. Alter Schwede, jetzt ist auch mein... oder sind meine Punkte hier auf dem HUD sind schon mal um eine Vielzahl gewachsen. Das sind nämlich die ganzen Orte, die ich für S3 müsste dann diese Mission sein, die ich für diese Mission halt erkunden muss. Bevor ich das mache, werde ich aber erstmal die zweite Mission angehen. Ich denke darüber nach, meinen Pitbull augmentieren zu lassen. Cyberpfoten, Cybergebiss und so. Was sagst du dazu? Augmentieren? Ja, oh Gott. Wie heißt das nochmal? Registrieren? Patronieren? Patentieren. Ja, patentieren. Lassen wir den Scheiß. Pisst du da einfach hin? Dokumentieren. Du Drecksau. Ja, wir werden reich, Mann. So. Diese Stadt ist eine einzige Gosse und daran wird sich nie was ändern. Genau, ich würde jetzt... gut, kann ich das hacken hier vielleicht? Weil da unten muss ich ja hin, scheinbar. Ich versuch's mal, ob ich's hacken kann. Ach, Stufe ist zu gering. Okay, kann ich gar nicht hacken. Okay. Shit, da muss ich eigentlich runter, wenn ich die Mission machen möchte. Eine andere Option sehe ich gerade nicht, wie man da hinkäme. Kann ich schon mal aufwerten, was das Hacken angeht? Moment, die Augmentierung waren hier. Da-System, Sozialoptimierer, Infolink, Schleichoptimierer... Hacker-Analyse-Erweiterung. Sammeln Sie Informationen über die Knoten eines Netzwerks, bevor die Entscheidung treffen. Analyse-Risikoanzeige. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Hacken verstärken, das ist es wahrscheinlich. Aha, das ist Sicherung Stufe 2. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Sonst kommen wir hier ja gar nicht weiter. Jetzt soll es aber gehen, oder? Es müsste mehr Stufe 2 sein. Und
Bin ich nicht Stufe... Was habe ich denn gerade bitte schon... Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich irgendeinen Scheiß gemacht habe. Das war nicht das, was ich machen musste. Tarnung erweitern, Sozialoptimierer, Hacken übernehmen. Hey, Moment. Moment. Verwendung. Hacken von Terminals der Stufe 2. Okay. Also das sollte jetzt aber richtig sein. Dann habe ich eben zwei verschiedene Hacking-Sachen erweitert. Jawohl. Sicherheitsstufe 2. Hacken. Upala. Übernehmen. Läuft doch. So. Da wollen wir hin. Hey, bisher läuft's ja ganz gut eigentlich. Zugriff gewährt. Jawohl. Läuft doch. So. Und weiter geht's. Ist da hinten noch was? Nee, ich glaube nicht. Jetzt können wir endlich mit der Hauptmission anfangen. Hauptmission. Oh Gott, das ist nicht so Hauptmission. Natürlich meine ich Nebenmission. Zugang zu Tyndalls Apartment verschaffen, ja. Hier ist sein Apartment. Ob das Sinn macht, hier einfach so reinzugehen. Ich schau mal, ob ich vielleicht eine Alternativroute finde. Was haben wir denn hier? Wie gesagt, das ist ja das Spiel der verschiedenen Routen. Ich bin mir sicher, dass wir noch eine andere Route finden können. Vielleicht mal hier schauen. Der Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden. Ja, super. Und Zugriff gewährt. Kein Problem. Alles locker floggig geschafft. Okay, machen wir lieber zu. Kühlschrank. Zu schwer. Ich will ihn auch nicht tragen, ich will ihn aufmachen. Du brauchst mir nicht zu sagen, dass du zu schwach bist, um Kühlschranktür aufzumachen. Was haben wir denn hier? Ah, die Pistole kann ich nicht nehmen. Zu wenig Platz. Ja gut, die Zeitung haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Da ist niemand, oder? Nee, ich glaube nicht. Sicherheitsstufe 4. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Naja, was heißt blöd? Wir müssen hier auch nicht zwangsläufig rein. Ich hatte nur ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht hier irgendwie so eine offene Balkontür oder sowas finden, wo wir von außen in das Apartment unten reinkommen. Aber ich glaube fast, dass wir uns auf ähnlichen Wege unten ins Apartment reinbewegen müssen. Ich werde dennoch jetzt mal Stockwerk für Stockwerk schauen, ob ich doch noch einen geheimen Weg finde. Boah, hier qualmt es aber ordentlich. Okay. Sicherheitsstufe 5, okay. Das ist mal weit über unseren Möglichkeiten. Okay. Ich glaube, wir gehen wahrscheinlich jetzt aufs Dach, oder? Jupp. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir hin müssen. Aha. Ey, ach, hier wären wir wahrscheinlich... Nee, okay, hier wären wir nicht... Doch! Ah, Gott. Ich hätte gar nicht das Hacken upgraden brauchen. Ich wäre theoretisch wahrscheinlich auch hier rüber reingekommen. Okay. Aber das ist auch so absolut typisch für mich bei solchen... Bei der Art von Games, dass ich halt... Wie gesagt, die coolen Wege immer erst zum Schluss finde. Also beziehungsweise die Alternativrouten. Und mich tierisch aufrege, dass ich die Route nicht genommen habe.
Aber an sich ist es ja natürlich auch egal, weil das Hacken hätten wir so oder so mal irgendwann erweitern müssen. Ist nur schade, ich wollte eigentlich erstmal so die Vision, also die mögliche Sicht aufs Schleichen eigentlich verbessern. Ist da vielleicht ein Lüftungsschacht oder so dahinter? Nee, schade. Aber ich glaube, das wird vorerst mal nichts. Was ich jetzt Stufe 1 ist ja lächerlich. Sagte er, es sei lächerlich und wahrscheinlich versagt er jetzt. Hopp. Ja. Ich will mal schauen, ob ich das Ding in der Mitte hacken kann. Sollte eigentlich gehen, ja, 50-50, das war wirklich... Oh, das wird knapp. Zugriff gewährt. Oh. Fast wären wir erwischt worden. Vor lauter Schock bricht gerade die Framerate ein. Was ist denn da los? Dieser Kühlschrank, der ruckelt leider. Moment. Aha, hier ist der Rechner, wo wir uns einhocken müssen. Was haben wir denn hier? Ein E-Book. Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vergangenheit und Zukunft. Detroit, Teil 6. Wohin jetzt? Detroit gilt als trostlose Stadt, von Rassenunruhen, Armut und Spannungen ihrer natürlichen bzw. augmentierenden Bürger geprägt ist. Es ist richtig, dass sich Detroit nie vollständig vom Verlust der Autoindustrie und der Folgen der Ölkrise erholt hat, aber soll das wirklich das Epitaph für unsere Metropole sein? Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Seraph Industries hat nach dem Bau der Fertigungsanlage nun auch seinen Firmensitz in die Stadt verlegt. Seraph Industries Gründer David Seraph hofft, dass Detroit einmal mehr zur Vorzeigestadt wird. Eine Stadt, deren Wiederaufbau ganz Amerika als Vorbild sein kann. Deshalb kämpfen wir in unserem umkämpften Betonwüste jeden Tag aufs Neue dafür, diese rühmlichen Ziele zu erreichen. Ja, man mag es den Leuten in Detroit nur wünschen, dass tatsächlich sowas erreicht wird. Kann ich die Toilette benutzen? Nein, schade, leider nicht. Fairerweise muss ich sagen, das Badezimmer schaut auch wirklich mal wie ein Badezimmer aus. Das machen viel, also vor allem mit den ganzen Schränken hier. Ist nur ein kleines Detail, aber das wirkt in vielen Spielen dann immer so unecht. Hier schaut mir das eigentlich schon ganz gut aus. Was haben wir denn hier? Schublade. Hallo, bitte durchsuchen. Pistole kann ich nicht nehmen. Oh, Credits. Sehr gut. Credits will do fine. Alter, ich musste mich gar nicht hacken, sondern konnte einfach so drauf zugreifen. Sicherheitstor-Update. Es wurde ein neues Sicherheitstor installiert und aktiviert. Der Code dort 0000. 2. Geben Sie den Code nicht an Dritte weiter. Durchs Tor sind wir ja schon. Ja, Mess. Mercury Instant Messaging Archivierung. Reaver, Brian, bist du es? Tiny Boy, yo. Ich weiß, dass du da bist. Oh, man. Oh, boy. Ne, Moment. Ich bin nicht Tinder. Willst du da draußen stehen bleiben, Arschloch? Ich seh dich, Blechdose! Und da haben wir ihn ausgeschaltet. Huiuiui. Kommt der Kerl einfach so vorbei. E drücken zum Untersuchen. Ne, Moment, zu halten. So. PDA. Jetzt nochmal zurück zur E-Mail. Brandy geht es nicht so gut. Ich nehme an, du sagst, können wir uns treffen? Eher nicht, muss den Ball flach halten. Sie haben Schmerzen. Nachbarn ruft sicher bald die Cops. Sie brauchen Newports, bitte. Brian, bist du noch da? Na gut, aber ich habe nicht mehr Newports. Ich bezahle es auch. Ich will dein Geld nicht. Mark, mir ist es nie ums Geld gegangen. Was ist mit Carella? Kann es noch was? Kann er noch was besorgen? Der wird immer unkooperativ. Scheiße, hattest du nicht gegen ihn in der Hand? Klar, es ist in meiner Tasche, Mann, aber irgendwann ist eben Schluss. Ja, da haben wir es ja schon, den Beweis. Okay, ja. Ich würde mal sagen,
damit verabschieden wir uns jetzt einfach von dieser Folge und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Bis dann!